Also bin wieder zurück. Hab noch nicht so viel gegessen, also das Brot ist irgendwie nicht so gut. Also es ist ein Brötchen. Und ja, lieber ein bisschen Let's Play als Essen. Weil ich ja wieder trainiere, habe ich wieder ein bisschen weniger Zeit. Also trainieren tue ich jeden Tag, aber halt mehr. Und mehr draußen sein, obwohl es nicht so schön Wetter ist. Gehe ich ein bisschen raus. Oder ins Fitnessstudio, je nachdem. Und morgen wahrscheinlich im Regen Fußball spielen. Oh Gott. Einen Quarzstein haben wir auch noch bekommen. Voll der Schrott. So, jetzt gehen wir hier noch in den versteckten Strand. Schauen, ob es hier noch Magnaniten hat. Und dann können wir wieder Quests machen oder Monster kloppen. Ich denke, wir gehen Monster kloppen, weil die Quests können wir immer wieder machen. Nicht allzu viele Quests miteinander, das ist langweilig. Und ja. Da muss ich noch andere Games aufnehmen, Minecraft zum Beispiel. Ja. Noch nicht ganz wach. Tja. Weil mein Vater natürlich wieder den Vorhang aufmachen musste. Ich bin doch ein Schattenmensch. Ein Gamer, ein Suchti. Ein großer Suchti. Wow, die schreiben mal wieder was. Aber auch nur Sachen für den für die Kriegszone. Sollten einen eigenen Chat machen. Weil das interessiert mich momentan noch nicht. Ich will doch mit den Leuten irgendwas diskutieren. Oh, bis ich Hosen mit Bewegungsgeschwindigkeit gefunden habe und oh, Skype. Schuhe. Bis dann geht es noch lange. Ab dann kann ich mal das Pferd einfach weglegen und mit Sprung ein bisschen herumcasten. Bisschen herumlaufen. Jetzt werde ich sicher dann bald noch angerufen. Mist. Ich muss kurz Skype auf besetzt machen. So. Es war Emo Dame. Wollte schon wieder auf den Arkham Server. Bisschen Klötzchen bauen. So. Noch eine Kiste. Wieder mit Schrott, den 50 Goldmünzen. Oh je. Hier hinten dran. Ach, nix. Das war nicht gerade ein guter Strand. Wahrscheinlich war schon einer hier. Aber der ist meistens sehr ausgiebig. Ja, der Baba wird irgendwie stärker, das freut mich extrem, also ich halte viel länger aus momentan und ich mache auch Schaden. Mal schauen, wo wir leveln. Eisenbahn am Flussufer. Aha. Ich werde wahrscheinlich danach ein bisschen beobachten gehen und suchen und für die anderen Clanmitglieder ein paar Barbaren, also ja, einfach Charaktere von den anderen Spielen, also Spiel, ausfindig machen. Geht zwar mit dem Barbaren nicht so gut,
Aber ich werde ja dann noch einen Jäger hochleveln und den dann benutzen, weil der sich unsichtbar machen kann. Jo. So, haben wir hier nichts. Schade. Also jetzt gehen wir nach unten am Strand entlang und dann gehen wir leveln ein bisschen. So, hier noch am Hang schauen, aber da ist nichts. Ja, Regnum voll genüsslich. Beim Magna Sammeln schlafe ich manchmal auch fast ein. Aber muss manchmal sein und ich habe euch ja noch nicht so viel gezeigt, wo ich so farme. Ja, aber Leveln ist leider auch nicht ganz so spannend. Aber da kann man wenigstens zuschauen und sehen, was ich so droppe. Oder was ich diskutiere. Also, wenn es langweilig ist, dann diskutiere ich auch immer ein bisschen mehr, damit es euch nicht so langweilig ist. Zum Beispiel über andere Themen. Ja, Themen. Gestern Abend war ein bisschen Chaos, da waren sehr viele Icken da und haben Chaos gestiftet. Ja, da haben wir fast verloren. Ich weiß nicht, ob wir dann noch verloren haben. Ich habe dann nicht mehr gelevelt, weil ich müde war. Und ja. Aber ich denke, ja, die Igen sind momentan sehr stark, sind viele wieder zurück und es würden fehlen, weil sie in den Osterferien sind. Ja, also es wechselt sich manchmal immer wieder ein bisschen. Und auch mal die Alsen waren sehr stark, aber das war jetzt schon längere Zeit nicht mehr so. Da war ich noch ein kleiner Barbar. Jo. Ich gucke. Ja, dann guckst du. Hallo Aquantis, ihr chillt auch den ganzen Tag hier herum. Bekommt ihr nichts auf die Mütze? Gar rein nichts? Ihr armen NPCs. Habt nicht mal eine anständige KI. Das graust mich. Oh, ich möchte so gerne ein Game machen, aber ich habe immer wieder... Ja. Ich stecke immer irgendwie fest. Dann habe ich keinen Bock mehr. Wenn ich richtige Kollegen hätte, mit mir ein Spiel zu machen, ja dann. Das sind richtige Kollegen, die was auch können und mir ein bisschen beibringen könnten. Das wäre richtig nice. Dann könnte ich ein Regnum 2 machen und sie dann vom Thron stoßen. Ha! NGD, das nervt mich schon die ganze Zeit. Die sind so scheiß arrogant, aber machen nichts. Ja, also hier ist auch nichts. Okay. Schauen wir mal, wo wir hingehen könnten. Ich weiß nicht, ob die Orks schon genug schwach sind. Also in unserem Level. Die Ork-Captain. Wir gehen mal hier hin und schauen nach.
Ich finde auch irgendwie die Leute vom Kartenbau Ding, also die Karte gemacht haben. Seht euch mal den Baum an, 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 den Baum, den Baum an. Oder zum Beispiel die zwei Windmühlen. Alle gleich, einfach Copy and Paste. Ich finde es einfach nur herrlich. Oder den oder den und den und den da hinten. Sind alles die gleichen Felsen oder fast die gleichen Felsen. Und ja, es ist einfach alles Copy Paste. Und hier die Monster auch. Copy Paste, Copy Paste, Copy Paste. Die haben richtig Spaß gehabt. Die haben wirklich sorgfältig alles schön detailliert gemacht. Das ist wirklich wahnsinnig geil. Aber an der Goblin-Festung, die ist relativ neu, die haben sie gut gemacht. Aber auch nur die. Und es ist nichts los dort. Es ist wirklich gar nichts los. Die Monster wurden irgendwie fast vertrieben. Also ein paar sind noch dort. Aber die wurden fast vertrieben. Und es ist wirklich dort oben nichts. Keine Quest, nichts. Und ja, das ist ein bisschen schade. Bisschen sehr schade. Aber kann man nichts machen. Okay, die sind gelb. Ich gucke tot. Ohne Kabel ist nichts drin. Das ist Kabel. So, du Ork-Captain, jetzt kommst du auf die Kloppebe. Okay, gar nicht so schlimm. Weil ich kann natürlich weniger kloppen von denen. Ich möchte gern Gegner leveln, die nicht so viel Schaden machen. Okay, die machen nur halb so viel. Nein, nicht den. Den da. Ein Golempfels. Okay, da spawnen schon wieder ein paar. 655. Und ein Goldtaler. Ich weiß nicht, das ist keine für Loot-Quests, sonst könnte ich sie aufbauen. Und ein Topaz habe ich auch. Die Topaz kann ich... Ja, nein. Die habe ich wieder rausgeschmissen, weil ich die Quests sowieso nie annehme. Honig habe ich aber noch. Ja. Und Insektenflügel, also Käferflügel, weiß ich jetzt nicht, ob man die braucht. Da muss ich noch nachschauen an der Reichstafel, ob man die überhaupt braucht. So, geht relativ gut. So, weiter. Und weiter geht's. Essen und Snickers und weiter geht's. Na, wenn es ihnen Spaß macht. Die Eis. Das ist wirklich eine der aufgestelltesten oder aufgestelltestinnen. Oder wie sagt man? Ja, man sagt auch aufgestelltesten, aber die macht immer den Schatten ein bisschen hoch. Pusht ihn ein bisschen. So, schaffen wir den noch? Ja, riskieren wir es mal. Ja, wir haben ihn geschafft. Puh, knapp. Also haben wir eine Kampfkeule. Zweihand? Nicht Zweihand?
Ausspitzgeschwindigkeit plus 3. Mal. Easy anschreiben. Mal schauen, ob sie annimmt. Nicht? Wahrscheinlich ist sie beschäftigt, sonst nimmt sie immer an. Aber wahrscheinlich hat sie es einfach wegen Stress weggekriegt. Naja, ich wollte einfach fragen, ob so etwas auf dem Baba überhaupt gut ist. Wo ist das andere? Da. 152 bis 168. Huhu. Ich muss noch kurz mal nehmen. Oder eher AG bringt das auf dem Bau. Also Buffs. Aha, okay. Sie ist schwächer als mein Hammer. Bist momentan am Eisen jagen. Oh nein, ich dann auf. Nein, geh weg. Ja, sie wird gejagt, sie wird gejagt. Okay, viel Glück und ungestörtes Leben. Ja, die Eis, die ist einfach herrlich. Und was haben wir? Bedarfsarmschienen aus feiner Stoff. Angriffsgeschwindigkeit. Für Magier. Oh. Ja, die sehen aus wie Armschienen. Nein. Ja, die droppen viel. Also die Golems und die Captains, die droppen extrem viel. Ja, du hast gar nicht angegriffen, hast mir Schaden gemacht. Böse Golems, böse, böse. Hallo, wo seid ihr jetzt hin? Da oben ist noch einer, Captain. Und ein Käfer, den nehmen wir auch. Hallo? Ich will dich töten. Käfer, hör jetzt auf zu fliegen. WB. Ja.
Mana, please. Ja, ein paar Mana-Items brauche ich danach mal noch, damit ich so Südkreuz und so spammen kann, wenn ich wieder die Schwerter habe. Oder eben Kieferbrecher. Also sonst irgendwas. Aber irgendwie werden die Golems gar nie... den muss ich jetzt nicht angreifen. Der bringt nichts, aber den da, der hat genug Leben. Bist du jetzt... Nein, du wirst gar nicht betäubt. Irgendwie ist das verbuggt oder so. Schade. So, weiter kloppen. Ja, toll. Komm, stehst du auf und setzt einen Stun ein, du kleine... Du kleine Angsthase, du. Bei ihm gehen die Stuns, aber bei mir nicht. Ah, darf man sich nicht mal buffen. Ja, die Golems, die nerven. Und ein Amorphist. 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 Am Arsch fest.